So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Round the Land. Im letzten Part haben wir Falkenauge besiegt, in einem sehr viel längeren Part, als ich gedacht habe. Ich wollte das eigentlich noch in den vorletzten Part schneiden, aber es geht einfach allein schon fast 20 Minuten. Und wie ich versprochen habe, wollen wir jetzt in das neue, die neue Welt von Arlong Park Unterwasserabenteuer, wo wir bis jetzt nur ein Level kennen durften. Und zwar das letzte Level, denn alle anderen durften komplett neu sein. Deswegen können wir auch wieder Sanji gleich am Anfang nehmen, müssen nicht darauf achten, dass wir Gold- und Silbersachen-Kisten mitnehmen. Und würde sagen, wir nehmen wie immer das Monster-Trio mit. Denn ansonsten, ja, wir haben noch Nami und Lysop, für die ich bei ihnen kein großer Fan bin. Chopper werden wir bestimmt noch brauchen, werden wir dann aber spielen. Und Robin bin ich ebenfalls kein Fan von. Also nehmen wir... Ruffy. Ruffy sollte demnächst auch mal wieder Punkte sammeln. Aber gut, wir nehmen diese drei und schauen uns jetzt diese neue Welt an. Naja. Das hat man wahrscheinlich gerade in der Aufnahme gehört, weil wieder ein, was weiß ich, für eine Motorradkiste vorbeigedüst ist. Okay, also wir haben mindestens vier neue, also wir haben genau vier neue Level vor uns, würde ich annehmen. Das hier ist schon mal das erste. Das sieht interessant aus. Der Punkt ist, ich würde gerne alle Luftballons einsammeln, aber das wird nichts, glaube ich. Denn, oh Gott, wie habe ich das denn geschafft? Denn hier gibt es ein Loch und hier ist nichts drin. Da bin ich da umsonst hin. Okay. Aber es kann sein, dass wenn die Kisten wieder aufgefüllt werden, dass da gleich was zu finden ist. Und das kann dann natürlich wieder nur Zorro nehmen, wenn ich Glück hab, Pech habe. Sorry. Kann ich das hier da durchdroppen? Aua. So war es gar nicht geplant. Ich wollte... Das ist so ein Stacheltyp, der sogar noch einen Speer werfen hat. Faszinierend. Was ich machen wollte, war eigentlich die Kiste fallen lassen und gucken, ob die dadurch die Bomben zerstört. Jetzt nehme ich das mit hoch. Aua! Okay, die Bomben sind sowieso alle ein bisschen zu weit auseinander platziert, wodurch ich die nicht alle auf einmal zerstören kann. Okay, wir wollen also hier runter. Und wollen die Kiste da oben nicht vergessen. Ich glaube aber, das hier ist das letzte neue Level. Es kann sein, im Barockworks Casino gibt es noch ein zweites, im zweiten Teil. Aber ansonsten dürfte es das gewesen sein mit neuen Welten. Ansonsten dürfte es nur noch um Schatztruhenjagd gehen. Aber das hier wollen wir uns natürlich noch ansehen. Wir sollen jetzt natürlich alles ansehen. Aber auf jeden Fall jetzt wird es nochmal ziemlich spannend. Keine Scheiße bauen hier. Da sind auf jeden Fall Möglichkeiten, die Kisten zu verlieren. Da wollen wir mal aufpassen. Der Sanji kann natürlich keinen Doppelsprung oder Angriff, solange er die Kisten trägt. So, also zwei haben wir schon mal. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel es gibt. So. Oh. Oh, Schwarzgurt schon wieder. Ja. Soll ich es nochmal probieren, hä? Oh, aua. Ja, er ist so ein richtiger Assi-Gegner, weil der einfach überhaupt nicht zurückzuwerfen ist. Das juckt den gar nicht, dass wir den verpritschen. Nur wenn er springt. Und jetzt springt er und jetzt, ja. Deswegen, oh, das war schön. Oh, erledigt. Ja, deswegen ist bei dem ein Einheitsmodus sehr klug. Oh. Der läuft einfach weg, der ist ins Wasser gehüpft, wie witzig. Cool. Man hat es gehört, aber man konnte es nicht sehen, weil ich noch im Einheitsmodus war. So, ich weiß jetzt nicht, was mich hier erwartet. Ah. Oh Gott, da wäre ich beinahe an der Kante hängen geblieben, aber hat alles geklappt. So. Dann geben wir doch mal die zwei Kisten ab. Sanji kriegt endlich mal wieder ein bisschen mehr Geld als die anderen beiden. Ach komm. Ich wusste nicht, dass so kleine Kisten auch leer sein können. Wie assi. Jetzt dachte ich, Sanji bekommt mal ein bisschen Kohle. Und dann passiert sowas. Okay. Dann hoffen wir, die hier ist wenigstens nicht leer. Das wäre es ja jetzt noch. Eine leere Holzkiste. Immerhin. Aber das macht jetzt wirklich keinen großen Unterschied für Sanji. Okay, vier gibt es noch. Ich glaube nicht, dass ich bisher eine vergessen habe. Oh Gott. Okay, was ist das hier? Kann es jeder zerstören oder ist es wieder so eine Zorro-Sache? Jeder, sehr gut. Das wäre sonst schon assi. Dann kann man ja das Level gar nicht abschließen. Ja.
ist ja logisch, dass es jeder so stört. Ah, toll. Jetzt brauche ich keine Heilung mehr. Ach komm. Moment. Wie fies ist das denn? Ich komme hier ja nicht mehr hoch, um das abzugeben. Okay, hier ist zwar nichts, aber es ist völlig unmöglich, da hochzukommen, wenn ich eine Kiste dabei habe. Das heißt, ich muss hier weitere... Also ich kann jetzt nur noch eine Kiste abgeben am Ende. Und das war's dann auch schon. Das bedeutet, ich muss hier dann... Dann habe ich 3 von 6. Oh, schade. Das funktioniert also nicht. Dann habe ich 3 von 6, dann muss ich... Hau ab. Noch 3-mal hier rein in dieses Gebiet, in diese Arena. Das ist ja mal richtig artig. Okay, also, ja, es wird relativ repetitiv, dieses Spiel, mit der Zeit. Gerade weil die sowas hier planen. Den müssen wir jetzt kurz platt kloppen, bevor der mir seinen Giftstacheln Schaden machen kann. Okay, haben wir. Aber im nächsten Level würde ich dann gerne mal wieder Ruffy spielen. Der hat nur noch 11 Rettungspunkte. Bei Sanji sieht es zur Ausnahme mal ganz gut aus. Boah. Diese verfluchten... Wo ist er jetzt hingesprungen? Na gut, egal. Auf jeden Fall, bei Sanji sieht es momentan mal ganz gut aus, auch wenn er ja jedes Level vermutlich... Au. Scheiße. Okay, das kann er schon mal nicht mitnehmen, außer es ist leer. Dann nehme ich es aber auch nicht mit. Alles klar, hier muss Ruffy hin, mindestens. Auch wenn er jedes Level 1 ausgibt... Jetzt haben die sogar Schwerter, die Stacheldudes. Ich weiß gar nicht, warum man die überhaupt noch bewaffnet, wenn die schon ihren Stachelmodus haben. Oh Gott. Okay. Also gut, wir haben 4 Kisten gesehen. Wir müssen die Silberne sowieso hier lassen. Dann müssen wir mit Ruffy hin und müssen da nochmal komplett durch. Oh je, das ist echt fies. Und jetzt müssten noch irgendwo 2 rumliegen. Oh. Ach nee, das ist ein... Au. So, ich kann nur hoffen, dass ich durch die Kiste wieder volles Leben kriege. Sonst gibt es schon wieder ein Dings aus. Okay. Was mache ich da? Oh, da ist jemand, der mir was geben will. Und da ich nicht... Oh toll, was ist denn damit? Ich hab doch fast voll. Na gut. Ja, chill. Setzen wir doch gleich mal eins ein. Och, ihr Wichser. Och, ihr Penner. Lasst euch killen. Haha, bye. Okay. Wäre eigentlich jetzt nicht nötig, mir einen Einheitsmodus zu geben. Aber gut. Hier sehe ich gar nichts. Jetzt muss ich den ausmachen. Okay, alles klar. Und jetzt lag's wieder schön. Gut, lag nur an der Kameraperspektive. Okay. Au. Fuck's sake. Da regt sich Sanji auch auf. Okay. Zumindest zu wissen, wo die Kisten sind, wäre auf jeden Fall nice. Kann ich die, muss ich beim nächsten Mal nicht so ewig suchen. Kann hier ein bisschen smoother durch. Es kann auch gut sein, dass hier nochmal extra Kisten auftauchen in dieser Arena. Also dass... Ich kann sein, dass es sogar in jeder Arena so ist, dass diese Silber- und Goldkisten immer wieder kommen. Also komplett neue für Silber und Gold, die dann halt kaum einer nehmen kann. Aber das Level ist ja mal so assi. Oh, das war keine Absicht. Na gut, dann ist es halt so. Ja, damit hätte man das eigentlich machen sollen. Oh. Hast du gedacht, du weißt aus, ja? Okay, wie soll ich da... Ja, komm ich dran. Was haben wir hier? Heilung wahrscheinlich? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wo die anderen 2 Kisten sind. Ja, manchmal sind die echt so fies platziert. Ich weiß noch gar nicht, ob ich auf 100% komme auf diese Art, aber ich muss es ja. Au. Na, scheiße. Au. Sag mal.
Ah! Geht's noch uneleganter. Wir wollen das Spiel ja eigentlich auf 100%. 100% hat's aber erst, wenn wir alle Kisten haben. Wir wollen alles, was wir in dem Spiel holen kann, auch holen. Oh. Okay. Was ist denn das hier eigentlich für ein Labyrinth? Nix ist, du kommst hier nicht mehr zum Angriff. Okay. Zeitlich, gefühltechnisch habe ich langsam drin, wie oft ich da zuschlagen muss. Oh, okay, da ist noch eine Kiste. An die kommt aber... Gott, also Zorro oder Ruffy werden an die Kiste nicht kommen. Die muss ich dann nachher mit Sanji holen. Aber ich nehme jetzt die Vorderste. Die hier bringt mir dann nichts. Oh, ich habe irgendwas getroffen. War eigentlich nicht mal Absicht. Ich meine, ich nehme sie mal ein bisschen mit. Nee, ich nehme sie bis dahin mit, wo sie jetzt liegt. Oh Gott, eine goldene. Okay, jetzt haben wir alle. Ach du Pisser. Okay, ich werde mich wohl selber heilen. Wir sind garantiert fast am Ende von diesem Level. Okay, das ist eine richtige. Das heißt, einmal muss ich mit Ruffy oder Zorro durch, einmal mit Zorro und einmal vermutlich mit Sanji. Denn das ist eine schwer zu greifende Kiste. Wenn man da auch ein... Aua. Wenn man da auch einen Fehler macht beim Runterhüpfen, kommt man außer mit Sanji da safe nicht mehr hoch. Also Zorro kommt auf jeden Fall nicht mehr hoch. Okay, das war risky. Aber ich will echt nicht die hier abgeben. Ich weiß auch nicht mal, wo die lag. Ich weiß nicht, ob die schwer zu erreichen war für irgendjemand außer für Sanji. Aber jetzt habe ich sie so weit mitgenommen. Jetzt muss ich sie auch behalten. Jetzt hätte ich beinahe gerade die Kiste geworfen. Da hätte ich die nicht mehr abgeben können. Okay, das wäre das erste Level. Dass wir dreimal mindestens machen müssen, um alle Kisten zu kriegen. Richtig fies, ey. Ja. Naja, okay. Dann müssen wir halt durch. So ist das Spiel aufgebaut. Das will von uns, dass wir es mehrmals durchmachen. Ziemlich fies, aber ist halt so. Okay. Jetzt heilt er sich schon wieder. Jetzt sollten wir Ruffy als nächstes nehmen, damit der mal ein bisschen sammeln kann. Ich weiß auch nicht, dritte Welt könnte wieder Mini-Boss-Fight sein. Ganz neu jetzt hier bei Arlong Park. Deswegen denke ich, dass wenn Ruffy noch ein bisschen farmen will, soll, dass es dann am besten jetzt macht. Gott, die geben so wenig mittlerweile, das macht ja fast nichts mehr aus. Gut, aber Zorro braucht nur noch 30 Mille, dann hat er den Flamingo überholt und... Ich weiß nicht, ob danach noch einer kommt. Zu dem Zeitpunkt war der Flamingo, glaube ich, das höchste bekannte Kopfgeld. Das ist ja vor Water 7. Gut, in Water 7 gibt es kein höheres Kopfgeld. Gekomoria wäre der nächste, der ist niedriger als der Flamingo. Bei der Thriller Bark. Sabaody wären dann die Supernova, aber die sind auf gar keinen Fall mit im Spiel eingeplant gewesen. Gut. Oh, das habe ich nicht erwartet. Ist also jetzt schon ein Bossfight. Das ist Kiss. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Okay, dann macht Ruffy das halt. Oh Gott. Ach. Mist, jetzt wird... Oh, da kommen noch andere Dudes. Okay. Ja, wir haben aber auch... Oh, ich krieg tatsächlich... Ah! Stecke ich da drin? Ich glaube nicht, dass ich da drin sein sollte. Eieiei, das greift auch an. Das ist ja mal echt... Au! Der hüpft hier in der Gegend rum. Der nervt die Sau, der landet auch noch auf mir. Weg da! Da lese ich mich bei denen noch ein bisschen was. Aber die sterben nicht mal. Okay. Ich sollte ein bisschen eher Luftkampf gegen Kiss machen, weil der hat... Au! Uncool. Oh mein Gott, was passiert hier? So, so. Okay, ja, wenigstens kriegen wir ein bisschen an. Oh, ich glaube, Arlongs Gesicht greift wieder an. Ja, ich bin irgendwie ausgewichen. Kiss schreit, ah. Oh Gott. Au, okay, das war nix. Ah! Aua. Ihr geht mir echt auf die Nerven. Wir alle.
Mist. Mist, ich komme nicht an mein Item ran. Oh Gott. Okay, komm ran, danke. Ja, wieso hält Kiss jetzt eigentlich so viel aus? Oh, er ist hingefallen. Oh, er ist weggeflogen. Oh wow, ich habe ihn. Wahrscheinlich muss ich noch ein paar Dudes besiegen. Vielleicht kommt aber noch ein zweiter von denen. Von den Minibossen. Ich muss da ran. Ich will das Item. Ich komme da nicht ran, das ist ja mies. Jetzt wäre ich drauf gelandet, okay. Ja, leck doch. Jesus Christ, was passiert hier? So, muss ich noch irgendwas besiegen oder? Ah, der lebt noch. Wow. Okay, er ist tot. Wie viele kommen denn dann noch? Oh, da kommen auch noch welche. Was ist denn das hier, ey? Voll der Arena-Kampf. So, jetzt sehe ich auch mal ein bisschen mehr. Hä? Wieso halten die so viel aus? Oh je, Arlon greift an. Oh, Schwarzgurt ist hier. Gott, das ist um einiges bedrohlicher geworden. In diesem zweiten Teil jetzt. Ach ja. Ich erinnere mich, den kann man nicht wegschlagen, bis man ihn mal oft genug getroffen hat. Oder bis man ihn in der Luft trifft. So zum Beispiel. Der war schon wieder auf dem Boden. Aber Schwarzgurt ist tatsächlich relativ schnell hinüber auf die Art. Aua. Aua. Gerade weil er nicht auf die Fresse fällt. So, Schwarzgurt ist jetzt eigentlich... Ich glaube, der wird einfach dreimal besiegt in diesem... In dieser Arena. Okay, das war's auch schon. Okay, wir sind bei 16 Minuten. Wir haben noch drei Gebiete vor uns. Oh nein, es wird schon wieder geheilt. Ja, wir sollten trotzdem nochmal Ruffy spielen. Er muss noch ein bisschen farmen. Aber ich glaube, wir sollten die letzten drei Gebiete in den nächsten Part schneiden. Das macht ja echt gar nichts aus. Das ist 600.000 Berry, was ich für die krieg. Naja, gut. Wir werden noch oft und lang genug hochleveln. Und der Flamingo früher oder später einholen. Gerade weil Zorro auch der Einzige ist, der die ganzen goldenen Kisten tragen kann. Deswegen wird das so oder so noch passieren. Aber ich würde sagen, das war's für diesen Part. Und beim nächsten Mal machen wir den Rest von diesem Gebiet, von dieser Arena, meine ich. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Macht's gut und bis dann.